Ja, Dachfenster zugefroren, 7 Uhr morgens, schön kalt. Zeit mal den John zu wecken. Guten Morgen. Na, wie ist die Lage? Weiß ich nicht. Guten Morgen auf jeden Fall. Was haben wir heute vor? Heidepark. Ja, da würde ich mal sagen, aufstehen, oder? Ja, erstmal ein bisschen wach werden, ne? Gut. Und jetzt geht's los. Mit dem Vlog. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sitzen im Auto. Ihr könnt mir raten, wo es hingeht. Heidepark. Nee, warte mal, das haben wir doch eben schon gesagt. Wir haben eben schon was gefilmt, dass es in Heidepark geht. Ach so, ich nicht. Da hast du geschlagen, wo ich dich geweckt habe. Ach so, hast du mich geweckt? Oh, chill, ich erzähl nichts. So. Das ist keine Verarsche jetzt. Ich rede so weiter. Ja, ich hab dich geweckt, das hab ich auch gefilmt. Wir haben sogar zusammen uns unterhalten. Hast du schon wieder vergessen? Das kann nicht sein. So, schon sitzen wir im Auto und wir hatten gerade mit der Sonne schon ein bisschen zu kämpfen, dass wir überhaupt was sehen, weil die Sonne gerade noch etwas tiefer steht. Weiß noch, wie spät ist es? Viertel nach acht. Viertel nach acht. Und das Wetter spielt aber gerade eigentlich nichts mit. Wie ist das? Ja, wie viel Grad haben wir gerade? Also es ist sonnig, blauer Himmel, ein paar Wölkchen, aber wir haben jetzt minus 1,5 Grad gerade. Es könnte ziemlich kalt werden im Heidepark, aber wir haben uns nochmal vorgenommen, dass wir heute hinfahren. Ging nicht früher, weil ich leider arbeiten musste, aber ich denke mal, wir haben schon schlimmere Wetterlagen im Heidepark überstanden. Ja. Und irgendwie freuen wir uns ja auch mal zu sehen, wenn es wieder losgeht. Ja, das kriegen wir, das ist kein Problem für uns, glaube ich. Ja, wir hoffen mal, dass es ein ereignisreicher Tag wird. Genau. Das Ziel befindet sich rechts, Heidepark Resort. Ziel erreicht. So, da sind wir. Der Himmel hat sich ein bisschen zugezogen. Es ist noch nicht mal 9 Uhr. Wir sind viel zu früh da. Zeit für ein kleines Frühstück. Aber es gibt eine Besonderheit, denn unsere Jahreskarten heißen jetzt nicht mehr Jahreskarten, oder wie hießen die früher immer noch? Merlin-Jahreskarte. Merlin, also Merlin-Pass, keine Ahnung. Merlin-Premium hatten wir, glaube ich, sogar. Ja, und jetzt heißt es? Merlin-Abenteuer-Pass. Und das ist jetzt alles digital. Alles digital. Gibt's ohne Aufpreis nur noch auf dem Handy. Wenn man so eine Karte haben will, kostet das, glaube ich, ein paar Euro. Aber brauchen wir ja gar nicht. Was wir brauchen, ist ein gesundes Frühstück. Ein schönes Schokobrötchen. Schmeckt. Ja. Schon sein zweites. Ja, gestern durfte ich keins essen, sagte Simone, weil wir die Brötchen mit in den Heidepark nehmen. Wir essen meistens immer nur so jeder zwei. Und wir haben so eine ganze Tüte. Und deshalb durfte ich gestern keins essen. So ist sie, die Simone. Lieber Stefan, lieber John, es ist kurz nach 9. Ihr seid noch auf dem Weg in den Heidepark, wahrscheinlich noch gar nicht angekommen. Ich bin hier schon fleißig für euch. Hab schon hier Kartoffeln abgepellt und geschnitten. Schneide jetzt Zwiebeln klein. Alles für euch, damit ihr, wenn ihr nachher ausgehungert aus dem Heidepark wiederkommt, ein leckeres Essen habt. Ich mache nämlich Kartoffelsalat mit Würstchen für euch. Und ja, vor lauter Schnibbelei ist mir doch glatt hier der Kaffee kalt geworden. Also ich bringe wirklich große Opfer und hoffe bei den Zuschauern natürlich wieder auf ein paar Sympathiepunkte. Ja, und nebenbei können wir ganz stolz behaupten, dass wir heute bei unserem ersten richtigen Besuch. Wir waren ja schon dieses Jahr zweimal hier in der Schließzeit. Wer die Videos nicht kennt, die können wir hier doch gleich mal
verlinken. Waren wie gesagt zwei Videos, wo wir dann auch mal die Fahrgeschäfte in der Schließzeit zeigen konnten, so hinter den Kulissen. Was ich aber sagen wollte, bei unserem ersten richtigen Besuch sind wir natürlich auf dem Parkplatz die Ersten. Selbstverständlich. Ein Wahnsinn. Gut, wir hatten noch eine kleine Umleitung gehabt, da habe ich gedacht, wir fahren ein bisschen früher los. Was los da, Johnny? Genießt. Genießt, ach so. Ja, so, jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit und dann geht's rein ins Vergnügen. So, gleich schon am Eingang das erste Highlight des Tages entdeckt. Die Maskenpflicht entfällt, ist freiwillig. Naja, also in Innenräumen muss man sie tragen. Find ja, genau. Besser so. Ja. Aber jetzt können wir zum ersten Mal seit langer Zeit Heidepark-Luft pur schnuppern. Sind wir gar nicht mehr gewohnt. Fängt ja gut an, der Tag. Bisschen kalt allerdings, wie gesagt. So, das Tor ist offen, ist etwas voller geworden hier und ja, wir haben uns schon ein bisschen erkundigt, wo man jetzt zuerst hin sollte, weil Kolossus hat noch gar nicht offen und ja, hoffen wir mal, dass wir einen schönen Heideparktag haben. Los geht's, der Spaß geht, erleb unsere Welt, sie ist nur für dich bestimmt. Tauch ein, lieben, lachen und staunen, Gänsehaut kriechen. Schließ die Augen zu und siehst, fang die Träume ein, genießt, dann erlebe den Tag mit uns im Heidepark. So, eine echte Premiere für uns heute ist es, wir gehen heute mal einen anderen Weg, als der Park aufgemacht hat. Nämlich Richtung Flug der Dämonen und nicht Kolossus wie sonst. Das gab es echt noch nie. Wir sind immer sonst zum Kolossus zuerst gegangen, aber der hat noch zu. Wo ist auch der Kolossus? Sieht man ihn da hinten irgendwo? Da, ja. Und wir hoffen jetzt darauf, dass wir erstmal eine schöne Fahrt mit dem Dämonenflug machen können. Es schneit. Hatten wir einmal erst gehabt mit Schnee, nicht? Ich glaube sogar zwei, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber es sind nur ganz ein paar kleine Flöckchen. Ja. Es ist ein kleiner Wintereinbruch wieder im Frühling. Absolviert. Die erste Fahrt in dieser Saison. Die erste Fahrt 2022 war Flug der Dämonen im Schnee. Und ich fand es auch immer sehr schön und auch gerade dadurch, dass das mit Schnee war, hat es irgendwie, ich weiß nicht, es hat sich irgendwie anders angefühlt. Ja, so ein Peeling war ich unbegriffen. Ja, und es war richtig toll. Richtig wieder am Kitzeln gewesen. Ja, so. Wo fährt sie? Da. Ja. Ja, eine tolle Bahn. Und eine tolle Fahrt. Ja. Und weiter geht's im Takt. Ja, als nächstes ist Big Loop dran. Also eine sehr außergewöhnliche Runde, weil so haben wir das noch nie gedreht. Es fing immer anders an, aber heute fahren wir mal ein paar andere Bahnen und dann ist das auch mal ein ganz anderer Tag. Und ich bin auch froh, dass dann so die neue Saison für uns beginnt. Fahrt Big Loop im Jahr 2022.
Ja, sehr gut. Irgendwie sanfter geworden. Also, fand auch. Sonst war es eine sehr schmerzhafte Fahrt, meiner Meinung nach. Hat gar nicht mehr gewackelt, war richtig schön. Und immer noch kultig. So einmal hier drehen mit dem, mit der Laufrichtung der Bahn. Man hört schon was. Ja, es ist heute total leer im Park. Also, Glück gehabt. Wir können ganz locker heute hier durchgehen, ohne hier irgendwelche Hetze und langes Anstehen. So, dann kommen wir auch schon gerade wieder durch. Und jetzt gehen wir zum Desert Race. Inzwischen ist die Sonne rausgekommen, so richtig. Wir haben richtig blauen Himmel. Ja, und eine Sache ist gleich geblieben an der Runde. Von Desert Race zu Mountain Rafting. Und, stimmt, unsere alte Runde war immer, wenn wir im Desert Race gesessen haben, haben wir dann erstmal gleich Mountain Rafting hinterher gemacht. Ja, und hier ist kein Mensch. Wir sind hier die einzigen. Also da haben wir so eine ganze Gruppe übrigens. Wo sind wir denn überhaupt? Da ist einer. Genau. Einmal Noah, genau. Haben wir hier. Bist du auch von Hamburg auch? Oder? Ja, genau. Achso. Hier Hamburg, ja. Ja, und dann haben wir nämlich hier noch. Achso. Da wollen wir jetzt gerade mal nicht stören, weil hier gerade was gefilmt wird. Jetzt haben wir ausgemacht. Jetzt können wir es mal eben sagen. Moin. Wir freuen uns nämlich sehr, dass wir hier. Achso, moin. Geh mal ruhig durch. So. Vielleicht kennt ja jemand hier die Videos von Experience for Fun. Also ich guck's mir die. Experience for Fun, genau, die Nies muss dazu. Genau. Gehört dazu hier. Ja. Guck ich mir immer sehr gerne an. Tolle Freizeitpark-Videos. Auch viel vom Heidepark dabei. Kann ich nur empfehlen. Könnt ihr mal den Kanal-Link bei uns in die Beschreibung reinschreiben und dann könnt ihr da mal draufklicken. So, ja. Machen wir jetzt für eine Ride. Gerne. Mountain Rafting, das wird richtig lustig und wir sind gespannt, wer am meisten nass wird. Ja, vor allem mit sechs Personen, vor allen Dingen in der Gondel, wie heißt das hier? Oder in der Boot. Ich hoffe, Boot. Ich werde nicht nass. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Wir haben 3 Grad. Ich hoffe nicht. Ich war, ich war davon nicht so überzeugt. Wir haben 3 Grad und Sonnenschein. 3 Grad und Sonnenschein, ja. Okay. Das geht schon. Naja. Und danach gehen wir erst im Wirtshaus, dann werden wir alle wieder trocken. Ja, wie man sieht, sind wir gerade im Wirtshaus, aber jetzt gehen wir auch schon, weil wir haben gerade schon gegessen und was gab's denn? Schnitzel bei mir. Was Stefan hatte, weiß ich nicht. Ich hatte so einen Braten. Einen Braten. Gut. Lieber Stefan, lieber John, ein bisschen beneide ich euch ja um den Heideparkbesuch, dass ich jetzt nicht mitgekommen bin. Wenn ich mir das Wetter anschaue, denke ich mal, es war vielleicht doch die richtige Entscheidung, zu Hause zu bleiben. Ich mache es mir nämlich jetzt gemütlich. Für mich ist jetzt auch Freizeit angesagt. Ich habe eine Wärmflasche und eine Wolldecke und schon ein neues Buch hier parat liegen. Und ja, werde jetzt so ein bisschen in der Geschichte abtauchen und ja, bin gespannt, was ihr gerade so macht um die Mittagszeit. Ja, weiter geht's bei unserem ganz entspannten Parkaufenthalt heute. Das ist irgendwie mal ein bisschen neu. Wir sind mit einer größeren Gruppe unterwegs hier. Und wie ist das so, Johnny? Ja, viel Unterhaltung. Ja, sehr nett. Was haben wir alles gemacht? Wir waren eben gerade im Ghostbusters 2 Runden. Und ganz schön was geschafft. Also das Ding ist, die Wartezeiten sind auch meistens so, da mit dem Express-Badlader, da wäre man eigentlich genauso durchgekommen, wenn man mal... Das stimmt. Also ganz leer. Frage ich mich eigentlich, warum? Ist doch heute 2. Tag. Ja. Haben wir 2 Mal gemacht eben. Punktzahl, Johnny. Weißt du eine Punktzahl noch ungefähr? 57.900 irgendwas. 900 was? Punkte. 900 Punkte? Nein, 57.900 irgendwas. Ach so. Mein Bestes war 92.000 und eben hatte ich 63.000. Und jetzt gehen wir zum Krake.
So, jetzt sind wir dreimal hintereinander Krake gefahren und es war auch echt ein Highlight, weil wir durften dreimal auch sitzen bleiben da. Obwohl, zweimal sitzen bleiben und dreimal sind wir gefahren, aber alles hintereinander. Auf jeden Fall hat mal wieder sehr Spaß gemacht und ja, es ist total leer hier und oh, hier ist ja auch die Krake. Ja, auf jeden Fall gucken wir mal, was wir als nächstes finden und was wir als nächstes fahren. Lieber Stefan, lieber John, ihr meint ja bestimmt, ich habe heute was Tolles verpasst im Heidepark. Ich kann euch aber sagen, ihr verpasst auch was, denn ich habe mir was ganz Tolles zum Mittagessen gemacht. Zucchini-Nudeln mit Lachs, super lecker mit Avocado, Basilikum-Pesto. Also ich lasse es mir jetzt schmecken und ich hoffe, ihr seid nicht allzu neidisch. So, jetzt sitzen wir hier auf einer Bank und hier hinten ist Kolossos, aber ja, das macht heute wohl leider nicht mehr auf. Nee, wir haben gehört, bei 6 Grad macht die Bahn auf. Wir haben, glaube ich, keine 6 Grad, obwohl die Sonne ist gerade so richtig schön warm hier. Ja, ich glaube, sonst ist auch, wenn schon zu spät. Und während wir hier auf der Bank sitzen, werden wir auch beobachtet. Nee. Hallo? Finde ich gar nicht. Grüß Simone. Genau. Ja, eigentlich war ich heute hier wegen Kolossos hauptsächlich, aber gut. Ja, andere Sachen laufen auch. Wir hatten die dunklen Wolken am Himmel, am Horizont, schon längere Zeit gesehen. Dachten natürlich an Regen und nicht daran, dass hier so ein Hagelschauer auf uns herunterprasseln würde. Ja, und ich muss ehrlich sein, so einen heftigen Hagelschauer habe ich noch nie erlebt. Das war echt schmerzhaft. Ich habe mich da hinter so einer Säule versteckt und später, als es noch heftiger wurde, haben sich die Leute auch hinter allem Möglichen versteckt. Nur halt die Leute, die im Desert Race sitzen mussten und gewartet haben, die konnten sich leider nicht verstecken. Das tat mir irgendwie auch leid, mit anzusehen. Ja, und wir stehen natürlich hier, wie man sieht, im Wartebereich vom Desert Race. Da gibt es keine Wände. Da ist der Wind so richtig schön durchgezogen. Man kann es hier auch sehen im Hintergrund, wie... Und auch im Vordergrund hier, wie der Hagel da so richtig schön durchzieht. Und wir können natürlich froh sein, dass wir nicht gerade in diesem Augenblick mit dem Desert Race gefahren sind. Denn das hätte wahrscheinlich wirklich bei der Geschwindigkeit im Gesicht so richtig schön wehgetan. Aber die Laune ist, wie man sieht, nicht so schlecht. Es ist vielleicht doch nicht, wie der Titel sagt, Heidepark für Anfänger, sondern eher Heidepark für Profis. Zumindest in diesem Augenblick, finde ich. Ja, aber ich fand es war recht lustig. Ja. Ja, und wir zeigen euch hier mal die ungeschnittene Aufnahme, die ich mit dem Handy gemacht habe. Da hat es für mich, wie gesagt, keinen großen Sinn gehabt, hier was zu schneiden. Ich finde es einfach so toll, dass man diesen Augenblick auf Video festgehalten hat. Hier habe ich mal die Linse zwischendurch wieder sauber gemacht. Die war schon ein bisschen nass geworden. Was auch lustig war, ist, das Thema von Desert Race ist ja eigentlich so Wüste und ich weiß noch, als wir fertig waren mit der Fahrt, da konnte man von Wüste gar nichts mehr erkennen, da sah es eher aus wie, ja, Schneegebiet. Ja, da war echt alles weiß. So, und jetzt gehen wir in den Wartebereich und machen uns fertig für den Start. So, wir stehen jetzt schon einige Zeit hier im Desert Race und wir kommen nicht dazu, dass wir fahren, weil, also hier war gerade richtig heftiger Hagel und so ein Gewitter.
Gewitter war nicht. Doch. Gewitter war. Dreimal geblitzt oder zweimal. Ja. So, jetzt sollen wir 15 Minuten warten. Obwohl das Wetter eigentlich wieder gut ist. Naja, lassen wir die mal ihren Beruf machen und sage ich dazu mal nichts. Und ja, dann hoffen wir mal, dass die Fahrt gleich losgeht, weil erste Reihe. Hatten wir Glück. So, jetzt mal eine kleine Abwechslung zwischendurch. Kino Ride. Bei schönstem Wetter auf einmal wieder. Der heutige Besuch im Heidepark, unser erster in diesem Jahr, neigt sich dem Ende entgegen. Es war wohl mehr so ein Heidepark für Anfänger, würde ich sagen. Denn die für mich besten Fahrgeschäfte gingen heute leider nicht. Das war einmal Colossus. Wetterbedingt war der leider geschlossen. Und was man hier im Hintergrund sieht, Scream. Da fehlt wohl noch ein Ersatzteil, der macht auch erst später auf. Ja, und Colossus fehlt mir ein paar Grad. Ja, Colossus fehlt ein paar Grad, war heute zu kalt dauerhaft. Na gut. War trotzdem schön, oder Johnny? Ja, ich freue mich gleich schon auf die Autofahrt. Dann ruhe ich mich erstmal aus, bin richtig müde. Ah, also er schläft wieder. Na ja, gut. Ich kenne das ja schon. So. Ich habe so großen Hunger, ich esse jetzt mal was im Park. Und zwar habe ich hier beim, ich glaube es heißt Knusperhaus, habe ich mir sagen lassen. Und zwar hier ist so Milchschnitte drin in so weißer Schokolade. Probiere ich mal. Milchschnitte ist bei mir auch schon länger her, aber habe ich früher mal gegessen. Schmeckt super. Ja, wer sich auskennt, fragt sich wahrscheinlich, warum hinter mir nicht der Aussichtsturm ist. Ja, es ist nämlich eigentlich schon eine, na nicht Kultbahn, aber Kultfahrattraktion, weil die schon ganz zu Anfang hier und ja, zu alt und deshalb ist sie jetzt weg. Also ging wohl nicht anders. Naja, ich hoffe, dass der Platz genutzt wird und dass da jetzt noch was anderes hinkommt und ja, Wetter ist doch noch schön geworden, jetzt wo wir gehen müssen. Ja, was ein Pech. Sagen, auch so ein Heidepark für Anfänger ist ziemlich anstrengend. Ich bin echt im Arsch, auf Deutsch gesagt. Also mein Kopf wird schon wieder ganz heiß. Ist immer so, wie wir im Heidepark sind, bei solchem Wetter. Jetzt haben wir uns mal ein leckeres Abendessen verdient. Ich habe mir einen Grand Barbecue Cheeseburger bestellt mit Eistee und mit leckeren Pommes und habe einen tierischen Cola, muss ich mal sagen, und freue mich sehr, dass wir hier heute auch den Tischservice genießen können und nicht mehr aufstehen müssen. Ja. Ich bin hier schon fleißig für euch. Hab schon hier Kartoffeln abgepellt und geschnitten. Schneide jetzt Zwiebeln klein. Alles für euch, damit ihr, wenn ihr nachher ausgehungert aus dem Heidepark wiederkommt, ein leckeres Essen habt. Ich mache nämlich Kartoffelsalat mit Würstchen für euch. Ja, ich habe ja gerade eben schon ein kleines Dessert gegessen, deshalb gibt es wirklich nur einen Doppel-Cheeseburger und dazu so Chili-Cheese-Käsegipfel und ja, darauf freue ich mich schon. So, Essen ist da. Ich würde sagen, Stefan kann das Tablett nehmen, denn ich nehme mal einzelne kleine Sachen und er ein Menü. So, wenn wir eben auch mal meinen Burger, meinen Grand Barbecue Cheese zeigen. Gibt es seit einiger Zeit bei McDonald's. Haben schon zweimal gehabt. Ein super Teil. Guckt euch an. Sieht ein bisschen komisch aus. Warte mal eben. Ein bisschen zusammenschieben wieder. Egal wie es aussieht. Er schmeckt. Und wie.
Jungs den Vlog schon beendet haben, kann ich gar nicht sagen. Es ist jetzt aber 20 vor 8 und ich habe gerade einen Anruf von John bekommen. Der hat Bescheid gesagt, dass sie gleich eintreffen und hat mich gebeten, die Garage wieder frei zu machen von den Fahrrädern, dass sie gleich so auf den Parkplatz fahren können. Ja, und John klang ziemlich müde und kaputt. Also ich bin gespannt, was sie erlebt haben, was sie mir nachher noch in Ruhe erzählen werden. Heute im Heidepark hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen fertig und erschöpft aussehe, denn ich bin es auch. So ein Heidepark-Tag finde ich immer sehr anstrengend, keine Ahnung warum. Also es geht mir aber genauso. Also das Ding ist ja, während des Tages fühle ich mich nicht so, aber dann halt, wenn ich im Auto sitze oder keine Ahnung. Wenn man zur Ruhe kommt, ist das halt so. Wenn man zur Ruhe kommt, dann aber richtig zur Ruhe. Auf jeden Fall wollten wir jetzt das Video beenden und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es ja mal liken und abonnieren. Und ja, es hat uns mal wieder Spaß gemacht, ein Heidepark-Video zu machen. Ich hoffe, ihr habt euch darüber gefreut. Viele haben ja gefragt, wann das mal wieder kommt. Und ja, reden wir gar nicht so viel rum. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.